Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 507. Die heutige Folge ist für auch für alle die gedacht, die mit der PlayStation oder mit der Xbox dementsprechend den LS22 spielen. Für euch sollten die Mods auch zu bekommen sein. Ja, wir stehen vor den ersten Mods. Heute haben wir platzierbare Geschichten, auch ein bisschen was Nützliches dabei, ein bisschen Stallungen dabei, ein bisschen was zum Anpflanzen und theoretisch Dekoration, nämlich das gute Stück hier. Das hier ist nämlich ja so eine Art Hoftoreingangsgeschichte, so in der Richtung. Ne, ist hier ein bisschen mit Wagenrädern gemacht, auch oben drauf. Wir haben links und rechts oben eine Lampe dran. Ne, da seht ihr es dementsprechend. Lampe dran, hier die Wagenräder dementsprechend dran. Sieht man aber auch schön hier richtig mit Radnabe und so, also schön gemacht. Auch die Holztexturen hier, die sind alle echt okay. Ne, ihr seht, das hier ist nur zufällig da. Das heißt also, der Boden wird nicht verändert, wenn ihr es setzt. Das heißt, da könnt ihr die Bodentexturen anpassen, wie ihr wollt. Das interessiert halt dem Tor hier nicht. Von hinten her ist das, ja, ne, dann einfach die Rückseite. Ohne Lampen, ohne alles. Das ist halt einfach nur so eine Einfahrt. Das ist natürlich jetzt nicht, um damit große Geräte durchzufahren oder sowas in der Richtung. Sondern das ist halt einfach dafür da, dass man halt mal eine Dekoration hat. Für vielleicht den Privathof Einfahrt oder sowas, was man da, ne, wo man mit den normalen PKWs reinfährt und so. Ja, also sieht dementsprechend soweit gut aus. Gucken wir uns dann auch nachher dann einmal insgesamt an. Dann. Ja, ne, also zusammen, was das kostet mit den anderen Mods, weil wir heute ja nur Platzierbares haben. Dann gehen wir hier weiter und kommen zu einer Stallung. Hier ist was dran, was nicht mehr ganz so beliebt ist, nämlich der Stacheldrahtpart. Man sieht hier dann die Holzpfeiler, die das Ganze machen. Ich laufe jetzt mal einmal hier mit euch so rum. Es ist eine relativ große Fläche, die hier dementsprechend genutzt wird, was der Auslauf an sich angeht. Und wir sehen, dass die Bereiche alle hier ziemlich innen liegen. Ne? Also wir haben hier erstmal gleich das Tiermenü. Damit fangen wir auch mal an. Das ist sozusagen die Rampe, wo die Tiere angeliefert werden, ne? Die halt dementsprechend bei uns wohnen. Und hier seht ihr, das sind in dem Fall Kühe, nämlich 100 Stück, die wir hier drin unterbringen können. Hier sind dann auch ein bisschen andere Pfeilergeschichten und sowas. Und ne, hier sieht man, dass es dann halt ne, der Weg, wo man dann die Kühe dazu bewegt, dass sie ein bisschen weiterlaufen, bis sie halt dann drinnen sind. Und von hier aus haben wir dann auch einen Zugang, ne, auf die Wiese an sich. Das ist es halt. Ne, warum hier noch so eine extra Ecke ist und warum das nicht ganz an die Ecke rangesetzt ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Ne, hier würde man da halt dann die Tore... läuft dann so. Ne, da muss man natürlich das da hinten zumachen, sonst wird das irgendwie nichts. Und dann kann man hier die Tiere auf die Wiese lassen. Also das ist jetzt nur der Eingangsbereich an sich mit dem Tiermenü. Wir haben hier drüben noch eine richtige Einfahrtsgeschichte mit ein bisschen älterem Tor. Die Holzgeschichten hier sehen eigentlich auch ganz okay aus. Das können wir halt aufmachen. Das ist halt, wenn wir auf die Wiese selber fahren. Weil wir müssen auf die Wiese fahren, weil ihr seht selber, dieses hier ist der Wassertrog. Das ist der auszementierte alte Reifen. Hier müssen wir Wasser anliefern und hier müssen wir die Futtergeschichten anliefern. Hier seht ihr, das ist auch ein schönes Holzgestell. Holztexturen sehen auch okay aus. Überdacht ist es auch, dass das Futter so nicht nass wird im eigentlichen Sinne. Und ja, das ist halt dann die nächste Variante. Und hier, das ist dann der Melkbereich. Ne, auch hier haben wir ein extra Tor und hier ist dann bisschen was gemauertes. Ich gehe davon aus, dass hier im Dunkeln das Licht angeht. Hier seht ihr selber, ne? Vier Euter, vier, ne? Einheiten ist dann halt die Milchanlage halt. Und hier dementsprechend würden wir die Milch wegholen. Das heißt, wir müssen hier dann auch schon ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich würde sagen, ich habe hier die Tür zum Öffnen gefunden. Genau, da ist der Milchbehälter drin. Und hier kann ich die Beleuchtung anmachen. Also das ist dann für drinnen und für draußen. Ist da ein extra Licht. Der ganze restliche Part hier ist nicht beleuchtet. Das muss auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das ist halt mal von der, vom Aufbau her mal echt was anderes hier halt. Ne? Also hier muss man dann richtig auch zwischen den Kühen arbeiten. Ne? Weil es halt ein Freilaufgehege-Part ist halt. Ne? So sieht das Ganze aus. Ja, also schon ganz gelungen. Ne? Ob das hier gerade so die richtige Wahl der Einzäunung ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber ja. So ist es halt. So, wir marschieren weiter und sehen hier Lampen, die ihr dementsprechend da seht. Ich laufe jetzt mal hier vorne hin zurück, weil ihr seht, das sind im Prinzip, sagt ihr, Moment, die kommen mir doch bekannt vor. Ja, es sind im Prinzip die Lampen, die wir schon kennen.
Und so sehen sie dementsprechend auch original aus. Also das ist die Lampe im Original, das ist der Pfeiler im Original, so steht die und sobald es dunkel ist, wird das Ganze dann hell. So einfach ist es. Und wenn man sagt, Mann, das ist aber schon dunkel, ne, es ist Winter, aber irgendwie kommt das Licht noch nicht, dann nimmt man die Mod. Das sind nämlich die gleichen Pfeiler, aber wir haben freundliche Lichtschalter mit bei. Und schon haben wir dann auch Licht am Tag. Das hier habe ich sind einfach die Varianten jetzt hier mit, ne? Mit Schalter. Das seht ihr selber, das ist halt dann der Lichtkegel, der sich hier bietet. Das könnt ihr dann alles direkt anschalten. Ich mache sie auch mal an. So, und hier auch das. Also wie gesagt, überall dann halt passend die Lichteinheit zu schalten dann damit bei. Ne? Also finde ich sehr gelungen, das Ganze so. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt auch automatisch angeht oder ob sie dann, ne, was sie jetzt macht, weil hier habe ich sie angeschaltet, aber ich sehe hier oben jetzt hier das Licht nicht. Bei den anderen sehe ich das Licht wiederum, aber ich sehe hier unten den Lichtkegel. Ne? Also wenn ich sie jetzt hier ausmache, seht ihr, geht das wieder weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der originalen Lampe ist oder ob man da vergessen hatte, dass außerhalb des, dass man zwar das Licht aktiviert hat, aber die Optik oben in den Lampen nicht aktiviert hat, wenn das Licht angeschaltet wird und dass die Optik erst dann kommt, wenn die eigentliche Schaltung durch den Tag-Nacht-Wechsel kommt. Keine Ahnung. Hier seht ihr es so wenigstens genau, hier seht ihr einmal angeschaltet, einmal aus das Ganze. Ne? Ja, das ist der ganze Trick. So, ja, ich kann zwischendurch noch eine Sache in eigener Sache bringen. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, gerne mal bei mir auf Twitch vorbeischauen unter Tim Tamuri. Die Links sind auch ganz normal bei der Kanalinfo mit drin, aber auch oben in dem Kanalbanner bei mir. Auf, dann ist unten rechts sind ja die Icons, ne, wo ihr so hinklicken könnt. Da ist auch der Twitch-Kanal bei. Da mache ich teilweise auch andere Sachen live. Teilweise die Live-Mitschnitte gibt es dann ein paar Tage später hier auch. Wenn ihr mit live mit dabei sein wollt oder auch mal eine Runde im Chat mit schreiben wollt und sagt, hier, macht doch mal dies, guckt doch mal da. Ich mache da andere Spiele, aber ich mache da auch teilweise, wenn es zum Beispiel um Vorstellungen geht von neuen Sachen wie neuen DLCs oder sowas, das passiert dann dementsprechend auch bei Twitch. Und davon kriegt man den Mitschnitt dann auch später nachgeliefert sozusagen. Und wenn ihr sagt, da will ich mal live dabei sein, wenn es auch so, wenn es auch rauskommt sozusagen, dann seid ihr da an der richtigen Stelle. Ne? Genauso, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn es euch gefällt und ihr öfter mal dabei seid, weil knapp die Hälfte der Leute, die dementsprechend gucken, obwohl es nicht so das riesige Publikum ist bei mir momentan, ne? Aber nur die Hälfte davon haben Abo, das ist der Punkt, ne? Wäre also nett, wenn ihr sagt, okay, das ist es. Ihr könnt auch gerne sagen, ja, hier, pass auf, ich setze einen passenden Daumen, guck mir den Spaß an, hat mir doch nicht gefallen, dann setze den Daumen nach unten, habe ich auch kein Problem mit. Ne? Bei mir zählt die Bewertung an sich, ne? Ist natürlich schöner, wenn der Daumen oben ist, aber ja, ne? Was soll ich machen? Ist immer eine Geschmacksfrage, man muss ja nicht alles mögen. Ne? Wäre also schön, wenn ihr mich dann eine Runde mit unterstützen würdet. So, aber eine Mod haben wir noch. Wir haben nämlich noch ein kleines Treibhaus, das läuft nicht unter Gewächshaus, sondern unter Treibhaus. Hier seht ihr es, nicht super riesig, aber da seht ihr es, Treibhaus steht dran. Ne, wir haben hier auch die Menügeschichte, die Türen, die ganz normal aufgehen und hier können wir dann raufgehen. Hier seht ihr, das ist auch für Tomate, Salat und Erdbeeren. Und der Punkt, den wir hier wichtig haben, ist, dass wir hier auch Mist brauchen und nicht nur Wasser. Das ist der ganze Trick. Wir können Tomaten hier, seht ihr selber, 384 Einheiten, ne, mal 1, Salat sind es nur 192. Und Erdbeeren ist dann halt das Doppelte, ne? Sind wir bei über 700, fast 800, die wir hiermit produzieren können. Und wir brauchen immer nur 0,1 Anteil an Mist, ne? Und dann halt die anderen Wassereinheiten. Ne? Salat braucht am meisten Wasser, der Rest wird nur einmal Wasser. Ne? Ist halt dann die Alternative, es gibt ja ein paar Steigerungsstufen, aber das hier ist auch relativ kompakt gehalten. Ne? Und ihr seht selber, das hier ist halt der Behälter, wo ein Mistpart reinkommt. Und hier dementsprechend halt der Wasserbehälter. Ja, und auf der Seite ist die Abgabe. Ihr seht selber, das steht hier auch auf den, vom Boden her seht ihr das auch, wo es drauf steht. Das heißt, da kann man auch gut mehrere aneinander hinstellen. Ja, könnt auch einen drehen, stellt den hier neben, lasst in der Mitte hier einen kleinen Gang und könnt ihr mit einem Autoloader einmal durchfahren, dann habt den Spaß aufgenommen. Also wie gesagt, wie man halt möchte. Ja, so sieht das Ganze aus, ne? Jetzt stelle ich mich mal hier vorne irgendwo hin, dass ich nicht mit einer Figur im Weg stehe. Und dann schauen wir uns mal an, was der ganze Spaß dann kostet. Ne, vor ein paar Tagen hatte ich das ja irgendwie vergessen.
So, ah ja, das die Hilfe schon mal aus. Baumenü auf. So, hier stehen wir dann schon dann bei der ersten Geschichte, nämlich bei den Tieren und dann hier bei der Kuhweide mit Melkstand. Ne? Das ist dann das gute Stück da. Deswegen stehe ich hier nämlich auch. 85.000 kostet das gute Stück für 100 Tiere. Das ist im Verhältnis gesehen sehr gut und sehr günstig, weil ihr seht selber, die großen Ställe haben ja nur 80 Tiere dementsprechend drinne. Aber das ist, wie gesagt, ja auch gerechtfertigt behauptlich, weil wir natürlich hier keine Gebäudegeschichte oder sowas haben. Hier arbeiten wir nur mit Außenbereiche dementsprechend. Ne? Und das ist es dann halt. Ne? Also die Tiere haben ja in dem Sinne auch keine Unterstellmöglichkeit. Ne? Die einzige Unterstellmöglichkeit ist der Eingangsbereich. Also nicht so super gut. Dann Dekoration. Ich glaube, das ist gar nicht bei Zäunen. Nee, das ist bei Sonstiges. Da seht ihr es, da ist der Eingang, der kostet halt 1000. Ne? Das ist der mit den Wagenrädern gewesen, den ich ganz am Anfang gezeigt habe. Dafür müsst ihr halt 1000 bezahlen. Und dann haben wir noch die Rubrik Lampen extra. Dann seht ihr die Lampenkosten. Ne? 200 haben die da gekostet. Und 200 kosten die auch da. Ne? Das sind aber dann halt nicht alle, sondern nur die erste Block dementsprechend bis zu den Strahlern hier. Die großen Lampen, die hat man halt dementsprechend dann hier nochmal übernommen halt. Ne? Und da seht ihr selber, das ist einfach die Variante dann mit dem Lichtschalter. So, und dann sind wir bei Produktion. Da haben wir nämlich noch einmal das, der Gewächshaus hier, die Plantage, die kostet einmal 5.000, 10.000, sorry. Können wir alles drin machen, ne? Wie wir das bei denen hier auch können. Allerdings muss hier noch eine Runde Mist dazu und der Preis ist dann vielleicht ein Tick realistischer, weil für 3.000 so eine Hütte hinsetzen ist eher selten, dass man das hinkriegt. Ne? Also, wie gesagt, das ist der ganze Part und das sind die Mods für heute. So einfach ist es. Ja, ich lasse das gute Stück hier mal mittig so ein bisschen stehen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre schon natürlich spitzenmäßig. Und ja, guckt gerne mal bei der Runde bei Twitch vorbei. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung, Daniel, und bis morgen.